Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Into the Breach. Ich habe zwischen Episoden ein klein wenig experimentiert, ein paar Runs gemacht auf einem anderen Profil und hoffe ich, dass ich jetzt das ein bisschen besser noch hinbekomme. Die Frage ist, was wollen wir für eine Mission machen? 3 Grid Damage und Protect the Power Generator, 7 Gegner eliminieren. Oh, ich glaube, die dürfte wahrscheinlich die einfachste von denen sein. Bei Artillery Support ist meistens recht nützlich. So. Natürlich habe ich jetzt auch keine Ahnung, was wir beim letzten Mal eigentlich genau gemacht haben. Also, das stimmt auch nicht komplett. Okay. Mal sehen. Wir haben 3 Gegner, die erledigt werden müssen. Wir sind schon auf der richtigen Schwierigkeit, oder? Ja, gut. Das andere Profil ist nämlich auf leicht gewesen. Ah, stimmt, ich habe die Taurus-Waffe geholt. Theoretisch könnte ich... Okay. Wie viel Schaden macht dieses Ding? 2. Ich glaube, das ist relativ einfach zu erledigen. Dann... der macht auch 2 Schaden. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass es am besten ist, wenn ich versuche, hier rüber zu gehen und den damit zu erledigen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich mit den Sachen? Eine Möglichkeit wäre, dass ich hier hingehe und mit Area Bombs arbeite, weil damit ist er dann erstmal erledigt. Funk. Shields activated. Ich glaube, das ist in dem Fall nicht so nicht schlecht. Ach ja. Und ein Schaden auf mich selbst. Ich glaube, der wird auch nicht blockiert durch ein Schild. Wow, 3 neue Gegner. Okay. Wie werde ich den Gegner los? Schwierige Frage. Der greift nach dort an. Ich würde wahrscheinlich schätzen, dass ich damit hier relativ gut rumkomme. Der da muss irgendwie erledigt werden. Eine Möglichkeit wäre, das hier zu machen. Dann kann ich mich nämlich selbst bewegen. Ein bisschen hiervon. Was haben wir hier noch? Taurus Cannon. Die nützt mir aber leider nicht super viel. Ah, hätte ich mich bewegt? Nein, hätte mir auch nichts genützt. Da könnte ich mich darüber gehen. Ich glaube, ich halte den hier geschützt. Wie auch immer. Klonk. Natürlich schade, dass der zuerst angeht. Oh doch, Schilde blockieren das tatsächlich. Sehr gut zu wissen, dann muss ich mir das merken. Den Gegner kann ich wohl stoppen, eventuell. Okay, was haben wir hier? Eine der Sachen, die... Ups, ich habe hier nur eine Distanz von 1, die ich mich bewegen kann. Wenn ich hier runter gehe, nützt mir nicht sonderlich viel. Ich könnte hier hingehen und mich selbst zerstören. Keine gute Idee. Wenn ich hier Repulse einsetzen würde, würde ich meine eigene Maschine angreifen. Wäre auch noch okay. Wahrscheinlich würde ich in dem Fall immer noch, ich habe immer noch nur eine Distanz von 1, eine Flugdistanz von 1. Das ist auf jeden Fall mal erst eine Sache, die ich loswerden will. So, dann kann ich den vielleicht hierhin bewegen. Dann kommt der hier nach weg. Und vielleicht mache ich das hier dann. Jetzt habe ich noch ein bisschen Power, aber damit kann ich nicht wirklich was machen. Außer ich greife hier den Berg an. Ich hätte natürlich auch eines von den Feldern hier anzünden können. Nützt mir aber jetzt nicht so wahnsinnig viel. Gut, hier nutze ich einfach mal die Power des Schilds aus. Und wir haben... Was haben wir für einen... Ach, das war derjenige, der die Gegner explodieren lässt. Okay, hier müssen wir dann gleich dringend uns um ein paar Sachen kümmern. Ich glaube, dass ich den hier bewegt haben will. Wenn ich das hier mache, passiert erstmal nichts, außer dass die... sich bewegen. Der macht 1 Schaden. Die machen alle 1 Schaden.
Das ist vielleicht auch nicht ideal. Habe ich noch eine bessere Idee? Reset Turn. Eine Sache, die man theoretisch... Nee, ich muss die ganzen... den kann ich hier nicht stehen lassen. Theoretisch, wenn ich den hier bewegt bekommen würde, wäre natürlich ideal. Kann ich den bewegen? Ich könnte hier entfliegen, dorthin schießen, dann wäre der kein Problem. Nein, der hier, doch, der hat 2 HP, das ist sehr schön. Den kann ich theoretisch einfach nach unten drücken, dann ist das auch, ist er weg. Weil den kann ich nirgendwo hier rüber bewegen, selbst wenn ich mich bewegen könnte. Doch, vielleicht mache ich tatsächlich das hier. Au, ich habe Schaden genommen, das ist ungünstig, aber okay. Dann darf der hier weg. Ich bewege mich hier hin. Oh, das ist auch nicht gut. Doch, ich kann das hier machen. Okay, einen Schaden werden wir nehmen. Das ist aber, glaube ich, tragbar. Level up, weil der andere Feuerschaden genommen hat. Und wir haben Defense Power abbekommen. Schade. Ganz nebenbei, der Unterschied zwischen einfach und normal ist riesig. Mit einfach kann man die meisten, kann man 3 einzeln hintereinander problemlos, ohne irgendwelche Sachen zu verlieren, schaffen. Also perfekte Inseln schaffen. 2 MHP, das ist auch gut. So, Corporate HQ. Vielleicht können wir hier was Tolles machen. Ich würde den wahrscheinlich hier in der Nähe lassen. Vielleicht sollte ich den ein bisschen... Ja, der kann sich weit genug bewegen, hoffe ich. Bewegt er sich weg? Ja, sehr schön. Das ist ideal. Nachdem der hier immun ist gegen die Sachen, kann ich da nicht so viel machen. Okay. Eine Möglichkeit wäre, ich bewege den hier hin, lasse den hier weg. Der landet im Wasser, kann nicht mehr angreifen. Ich bewege den hier hin und nutze die Taurus-Kanone, um das hier zu erledigen. Und bewege den hier hin, um den hier zum Großteil auseinanderzunehmen. Ich glaube, das ist relativ günstig. Das wird zwar auch dafür... Ja, es ist nicht ideal, aber es ist, denke ich, ganz okay. Ich glaube... Ja, in dem Fall ist das besser, weil ich dadurch hier ein bisschen Schutz noch habe. Oh, die Taurus Cannon macht nur 1 Schaden. Okay, das ist ein bisschen weniger, als ich gedacht hatte. Immerhin einen Gegner können wir blockieren. So, nochmal kann ich aus der Richtung nicht angreifen. Gut, der Gegner macht exakt das gleiche, wie er eben auch gemacht hat. So, was kann ich machen? Wenn ich den hier stehen lasse, nehme ich Schaden. Ich könnte hier rüberspringen, dann greift der mich zumindest schon mal nicht mehr an. Was ich auf jeden Fall machen sollte, ist, den hier wieder zu bewegen. Ich nehme den jetzt mit Acid, damit er mehr Schaden nimmt in Zukunft, weil ich will den ja auch irgendwann erledigen. Dann muss ich den 1 verschieben. Und lass den hier landen. Und wahrscheinlich setze ich hier rüber, damit der auch einen Schaden nochmal extra nimmt. Und lass die Gegner dann da stehen, wie sie sind. Um den muss ich mich langsam kümmern. Okay, das ist komplett harmlos. Das ist sehr angenehm. Gut, der greift den an. Das ist... möglicherweise keine gute Idee. Batsch. Okay, ein Gegner weniger. Ich könnte hier hingehen. Ich will den hier loswerden. Und nachdem der andere da, nachdem der hier nichts macht, werde ich auf den gemütlich einmal feuern. Und das war ganz schön knapp. Okay, der hier wird weiterhin einmal gegen das Headquarter angreifen.
Aber dank unserer Shield-Other-Fähigkeiten ist das keine große Sache. Gut, was will er als nächstes angreifen? Die Sachen, okay. Da muss ich mich wahrscheinlich einmal drum kümmern. Wenn ich das hier mache, nützt mir das in irgendeiner Form was? Ein bisschen. Dann werde ich den hierhin bewegen. Weg mit dem. Und dann den noch auf die Seite. Weg mit dem. Kein Damage. Kein Grid Defense Schaden. Wir haben ganz schön wenig Power, ehrlich gesagt. Immerhin, wir können uns jede Menge Energie kaufen. Und wir haben ein Achievement errungen dafür, dass wir 9 Punkte erreicht haben. Ah, stimmt, wir haben immer noch. Okay. Jetzt, was können wir machen? Das ist nützlich, aber ich glaube, ich brauche einen weiteren Pilot. Das ist, glaube ich, in dem Fall sinnvoll. Mehr Damage für die Sache. Okay, Spend Reputation. Jetzt haben wir die Wahl. Was haben wir hier? Ein Schaden mehr, dass Gegner gegeneinander machen? Nicht super nützlich. Tenor Weapon that pulses target towards you. Okay, ich glaube, wir sind voll mit primären und secondary Sachen überall. Das heißt, es muss was Besseres sein als die Sachen, die wir bereits haben. Was haben wir hier? Pushes all enemies in a line. Auch nicht super toll. Was ich wahrscheinlich machen würde, das hier nützt mir ehrlich gesagt nichts. Wahrscheinlich nehme ich 2 Cores und ein bisschen Power. Und was kann ich mit den 2 Cores machen? Das wäre super nützlich. Andere Möglichkeit ist, dass ich schaue, dass die Area Bombs besser werden, dass sie tatsächlich auch Schaden machen für 2. Andererseits ist es nicht kritisch notwendig. Das hier wäre dagegen schon etwas nützlicher. Habe ich irgendwas? Ich habe 2 Kerne übrig. Wahrscheinlich nehme ich hier extra Health und hier Shield Self. Damit ist das ein sehr, sehr effizienter Shield Boss. Gut, wir haben damit die nächste Sache freigeschaltet, die nächste Insel. Pinnacle Robotics. Wenn wir 3 Inseln erledigt haben, können wir die Insel hier noch nehmen. Ich würde fast sagen, wir probieren mal die finale Mission zu machen und schauen uns das an. Also ganz nebenbei, warum ich zwischendurch mal ein bisschen irritiert war, diese Waffe, die der hier hat, Area Bombs, sowas ähnliches, gibt es auch nochmal. Und da kann man die Reichweite erhöhen. Und das ist unglaublich nützlich. Und wir haben am Anfang keine Power Grids. Was passiert? Naja, wir bekommen auch welche 9. So nah an den Gegnern, das gefällt mir nicht sonderlich. Außer ich habe die Möglichkeit, Gegner zu ziehen, aber das habe ich wahrscheinlich nicht. Wir haben hier einen Vulkan, der verschiedenste Sachen machen wird. Ja, das wird einige Sachen machen. Autsch. Okay. Wie viel Schaden hat der? 2. Das heißt, theoretisch könnte ich da nichts machen. Undo. Ich könnte den hier zum Beispiel hier hingehen und hier rüber blasten. Dann könnte ich den hier nehmen, müsste ihn aber irgendwo anders hin bewegen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich den hier hin bewege, rüber blast, den hier rüber stelle, den hier erwisch und dann hier hingehe und hier rüber jump. Ich glaube, es sieht nach der Lösung aus, die mir am besten gefällt. Bank. Das hier. Power hier hin. Und mit einem Jump oder mache ich, das ist ja die Frage, mache ich das mit einem Jump oder mache ich das mit einer Taurus Cannon? In der Taurus Cannon habe ich halt den Vorteil, der blockiert jetzt einen Gegner. Wo kommt dieser Smoke her? Habe ich das Upgrade geholt, dass das mehrfach. Oh, das ist aber nützlich. Okay, der muss sich bewegen. Ich habe leider wahrscheinlich nicht die Möglichkeit. Okay, um den brauche ich mich nicht kümmern. So, um welche Gegner muss ich mich tatsächlich kümmern? Den hier unten? Naja,
Theoretisch kann ich hier exakt das gleiche nochmal machen und er wird sich von selbst erledigen. Der hier wird erledigt sein. Den hier muss ich irgendwo umbewegen. Okay, von mir aus. Ah, den kann ich nicht einfach bewegen. Dazu muss ich mich. Muss ich erst was anderes machen. Eine Idee ist, das hier zu machen. Oder Undo. Ich kann natürlich das hier einsetzen. Und dann kann ich den hier rausbewegen. Und dann kann ich das hier machen. Und dann beende ich die Runde und wir schauen, was passiert. Der Vulkan agiert wie immer als erstes und zerstört jede Menge Gegner. Klonk. Nächstes. Der greift den Mini-Berg an. Na schön. Explodiert dann im Anschluss direkt auch. Das gefällt mir auch. Oh, und wir haben den ersten Sion, der Schaden macht am Anfang jeder von den gegnerischen Runden. Ich glaube sogar noch. Nein, okay, erst nach den anderen Sachen, aber vor dem Environment. Wie viele Gegner haben wir? Sehr wenig. Das ist auf jeden Fall mal das Erste. Das Nächste, das ich gerne hätte, wäre wahrscheinlich das hier. Dann bewege ich den hier hin. Ich werde wahrscheinlich Feuerschaden nehmen. Und mach das. Das heißt, ich werde 2 Schaden nehmen, aber das ist okay. Schaden nehmen wir in der ersten, also das hier ist die erste von 2 Maps für das Finale. Und Schaden, den wir in der ersten Map nehmen, wird nicht in die zweite übertragen. Das heißt, solange unsere Piloten und Sachen überleben, sind wir gut, stehen wir gut da. Okay, der Web den, das ist kein Problem. Das kann ich sehr einfach lösen. Okay, der greift den auch an. Meine Idee wird sein, das hier zu machen. Damit greift der den an, das ist okay, der überlebt. Den muss ich bewegen. Ich werde auf den hier schießen. Wenn ich auf den anderen geschossen hätte, wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich den hier nach oben verschiebe. Macht an sich keinen großen Unterschied. Plonk. Ah, da ist ein Boulder noch drin. Sehr schön. Gut, die Runde dürften wir überleben. Auch wenn wir Feuerschaden nehmen, was schade ist, aber das ist kein Problem. Gut. Ein Gegner wird erledigt durch einen der Vulkansachen und noch mehr Felsen werden angegriffen. Schön. So, seismische Aktivität. Und wir krachen nach unten. Puh, und wir haben natürlich gleich 4 neue Gegner. 2 davon wir haben jede Menge ganz schön starke Gegner auch. Natürlich bekommen wir hier auch wieder Power Pylons. Okay, er sagt, ich hätte liebend gerne Acid Launcher, haben wir aber nicht. Stattdessen haben wir eine Rainfield Bomb. Okay, wir bekommen auch hier wieder verschiedenste Situationen, die uns was nützen könnten. Okay, den hier würde ich am liebsten nach da unten hauen. Das geht wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich das hier machen muss. Ansonsten werden die beiden angegriffen. Den hier würde ich gerne loswerden auf die Variante. Und dem hier, ich kann jetzt entweder selbst blockieren oder ich schieße ihn da drauf. Ich glaube, das ist so die bessere Wahl, statt den nicht angreifen zu lassen. Wir haben jetzt zwar nur einen Gegner erledigt und das ist ehrlich gesagt nicht ideal, aber es hilft nichts. So, und dieser Scarab hier macht auch gleich Feuer unter sich. Alpha Skorpion, genau. Punkt, den Schaden, das ist super. Okay, die zweite Runde von den Caverns, da gibt es verschiedene Pattern, die hier zielen immer auf die eigenen Leute. Das heißt, ich muss den hier dringend bewegen. Wie mache ich das am besten?
Nachdem der dorthin angreift, ist das keine große Sache. Das muss auf jeden Fall weg. Der hier, den kann ich eventuell... Nein, ich muss den hier bewegen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Kann ich, wenn ich hier hingehe, kann ich nicht drüber jumpen. Wenn ich hier hingehe, steht da auch noch ein Weg. Kann ich hier irgendwas machen, um den zu retten? Sehr schwierige Frage. Vielleicht mache ich das sogar nochmal rückgängig. Ich muss diesen Gegner hier bewegen. Das ist absolut notwendig. Aber ich glaube nicht, dass ich die Möglichkeit habe. Doch, eventuell schon. Wenn der angreift, macht er nicht genug Schaden. Das ist kein Problem. Das ist super. Das heißt, ich muss den hier rüberschieben und den hier hinnehmen. Der wird zwar meine Einheit fast komplett eliminieren, aber eine andere Möglichkeit bleibt mir nicht. So, was kann ich hier noch machen? Habe ich die Möglichkeit, jemanden zu buffen, der freundlich ist? Nein. Wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn ich das hier mache. Und wir werden 2 Schaden auf dieser Sache nehmen und jede Menge Schaden auf meinen anderen Einheiten. Autsch. Aber dafür habe ich jetzt schon mal keine Einheit verloren. Shit. Ich hab nicht gesehen, dass der... Ich hab den nicht bewegt. Oh, das ist schlecht. Das ist super, super schlecht. Ich hab nicht gesehen... Ich hab vergessen, dass ich den nicht bewegt habe. Ich hätte den nach hinten bewegen müssen zuerst. Autsch. Okay. Was kann ich da noch... Jetzt muss ich schauen, wie ich das überlebe. Okay. Wir können Grid Power verlieren, so viel wir wollen. Das ist kein Problem. Eine Sache, die ich machen könnte, wäre hier hingehen, den blasten. Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Wenn ich hier rüber gehe, kann ich den Gegner hier auf jeden Fall schon mal erledigen. Damit stört mich der nicht mehr. 1, 2 sind 3 Damage, 4 Damage. Wie viel Schaden macht der? Der ist halt derjenige. Ich muss aber auch irgendwo anders hingehen. Und ich kann nicht mal groß was dagegen machen. Wenn ich hier hingehe, kann ich die Sachen machen. Nö, das nützt mir auch nichts. Kann ich mich irgendwo hinbewegen, wo mir was bringt? Nicht wirklich. Ich kann theoretisch das hier machen, aber das ist dann schon wieder alles. Das ist keine gute Runde. Au. Das ist doof, dass ich diese Einheit verloren habe, weil ich nicht aufmerksam genug war. Au. 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 Das tut weh. Okay, jetzt müssen wir schauen, wie es diese Runde läuft. Okay, wir haben wieder... Oh, wir haben einen Zion, der auch noch Schaden macht. Sehr angenehm, sehr, sehr toll. Wunderbar. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4. Dass wir das irgendwie überleben können, erfordert, dass keiner der Gegner irgendwas trifft. Wie wahrscheinlich ist es, dass das hinhaut? Nicht sehr. Ich kann den hier rein bewegen. Das ist eine Sache, die ich machen kann. Und ich kann den hier in die Luft jagen. Die Frage ist, ob... Der Alpha-Skorpion wird die Bombe in die Luft jagen. Und zwar garantiert. Das ist auch schlecht. Ja, das ist auch wieder eine verlorene Mission. Au. Zion Attack killt auch noch die Sache. Autsch. Das ist super schlimm gewesen. Okay, wir kriegen noch eine neue Waffe, aber eine neue Bombe. Aber zu viel Pech in dem Fall. Okay, wir haben einen Piloten dabei gehabt, den ich mitnehmen kann. Den nehme ich jetzt auch mit. Sehr ungünstig. Sehr, sehr, sehr ungünstig. Autsch. Na gut. Doof gelaufen. Vielleicht schlecht gemacht von mir an manchen Stellen. Wir haben zwei verschiedene... Wir können theoretisch schon mal ein neues Team anlocken. Zenith Guard oder Blitzkrieg. So, weil, ich habe persönlich mit den Hazardous Mech
experimentiert, die sind super gut. Die Flame Behemoths, mit denen bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Da habe ich das Spiel mehr oder weniger in der zweiten Mission verloren mit. Auf easy. Also da muss ich mich deutlich mehr noch reinarbeiten. Mit denen habe ich bisher auch noch nicht gearbeitet. Die Senate Guards sind nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal den nächsten Run und hoffen, dass wir diesmal etwas erfolgreicher sind als beim letzten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Ja, bye bye.